Hallo und herzlich willkommen bei der Multibärenbande. Wir sind bei der 47. Folge endlich angekommen und bei dem 1.11. Und ja, meine Krankheit hat sich noch nicht viel getan. Meine Nase ist immer noch zu. Husten, wie verrückt. Und ja, nur so das dann nebenbei am Rande. Eigentlich geht es ja hier nur um StarCraft, ne? Und ja, wir sind ein bisschen ohne Sieg in letzter Zeit, aber ist nicht weiter wild. Wir spielen, weil wir spielen müssen. Weil wir wollen, nicht weil wir spielen wollen. Ja, wisst schon, was ich meine. Weil wir spielen wollen. Weil es auch Spaß macht. So ist jetzt nicht. Ich muss einfach mehr Spaß dran haben. Dann macht es auch mehr Spaß. Hahaha. So, wir spielen gegen Terraner. Mit dem übelsten Symbol. Ich habe noch nicht gemerkt, wie ich mir das mit den Symbolen mache. Aber ich weiß, ich habe auch noch gar kein Symbol richtig. Ich hoffe, ihr hört mich auch richtig. Ich bin halt ein bisschen, wie gesagt, leise dadurch. So, wir spielen gegen Terraner. Wir gucken jetzt einfach mal vor. Wir spielen Terraner, also spielen wir 20er Echse. Also Standard, Chrono Boost Wirker, bauen ein Gate, bauen noch ein Gas. Und gucken, was das baut. Keine greedy Echse. Alles Standard. Gucken, ob er ein Gas genommen hat, ein zweites. Nein. Und dann killen wir seinen Wirker. Er geht runter. Uhuhu. Und der geht dann da. Kein. Scouten, ich nehme meine Echse. Muss da rein. Den Kern und bauen wieder Wirker. Und greifen den Wirker an. So, Gay, Gas. Heilen und kleine Wirkern. Müsste aber eigentlich schaffbar sein. Mist, der Reaper. Unser Warpgate und wir müssen unten im Pilen bauen unbedingt mit einer Sonde. Passt sogar, da können wir sie gleich unten lassen. So, Reaper kommt auch gleich und nächste Stalker und danach kommen wir unser Stargate. Nein, du sitzt außen rum. Ach. Und noch einmal, komm. Und bauen zwei Gates. Da geht jetzt und zwei Gates. Ein Gate wenigstens. Der Reaper ist auf jeden Fall irgendwo noch. Oh, es klappt irgendwie gerade gar nicht mit der Maus in der Steuerung. Wir gehen ja vorgucken. Wir müssen gucken, was er macht. Wir haben zu viel Mineralien. Oh Gott, dann können wir gleich wieder gehen. Das steuert sich heute echt nicht schön. Ich bin hier in den Schatten.
das noch dazu nehmen. Und bauen jetzt Wild Ways. Aufpassen, dass wir dann unser Orakel nicht verlieren. Warum sind da jetzt 6 drin? Verdammt. Das ist wahrscheinlich echt in meiner Krankheit, dass ich hier nicht klarkomme mit meinem Zeug. Die Sterne stehen. Oh, hat schon alles drin. Ja, toll. Wir deuten. Aber wir gucken mal, was er hat. Nichts. Von Reeds, also. Langsam eine Echse. Ach, ich die Dinger hasse. Veradak Kural. Sehr viel Sinn. Ich bin das Herr. So, wir brauchen mehr Voids. Ich glaube nicht, dass ich bin die Stimme der Finsternis. Ja, kommt das nicht hier 100%. Was ist euer Beginn? Was hast du verloren, mein Freund? Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier. Ich muss halt aufpassen, dass er nicht kommt. Und ich habe ja einen. Weit reicht. Mal gucken, was er hat. Marines. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Dann hab ich ne. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht. Ein Dritter hat er anscheinend noch nicht. Ihr benötigt mehr. Ich geh mal besser auf Upgrades. Mineralienfeld erschöpft. Nee. Kommt irgendwas wahrscheinlich. Seid auf mich angewiesen. Ich muss noch mal gucken, ob er schon eine dritte hat. Ihr habt nicht Forschung abgeschlossen. Nee, hat er nicht. Müsste eigentlich irgendwann der All-In kommen. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sieht er das eigentlich mit seinem Sensor-Tower? Eigentlich nicht. Oh, jetzt kommt er. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Unbedingt auch. Und Angriff. Ja, wollt ihr euch nicht verlieren? Was ist euer Beginn? GG. Das Zeitfenster ist klar. Und noch Holz. Wir brauchen mal Gates. Und mehr Gas. Und vielleicht noch eine Echse. Oh, wir haben das Orakel ja noch. Forschung abgeschlossen. Sag mir das doch jemand. Veradak Kural. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Lasst uns beginnen. Mal gucken, ob er eine dritte genommen hat. Ich verstehe. Oh oh. Hat auch Schiss von meinen. Okay, eine dritte genommen. Den können wir mitnehmen. Komm, Verholz. Doch, hat schon eine dritte. Unsere Schicksale sind vereint. Das Zeitfenster ist klar. Hat halt nicht viel. Würde ich mal behaupten. Heradak Kural. Mein Leben für Ajur. Lasst uns beginnen. Ah, okay. Ich verstehe. En Arudin Rashagal. Nasuktai. Das sind halt überall Fliegertürmchen. Und Flieger allgemein. Mineralienfeld erschöpft. Also fangen wir das hier und sollten eigentlich lieber warten. Ach, jetzt habe ich schon wieder meine Gates verklickt. Mineralienfeld erschöpft. Ich habe vergessen, Dings zu bauen. Templar-Archiv. Templar-Archiv. An der Kur, Herak, wir werden Rache üben. Kass, uns das Gebäude, was hier drüben steht. Feld erschöpft. Eure Sonden werden angegriffen. Mein Leben für Ajur. Orin Shishar. Sok Nanu Afal. Guck mich in Scheiß. Und weg ist er. Da ist mein Warp versucht. Michi. Na, oh, wenn man ruhig am Spiel geht, spielt, dann geht es. Dann darfst du dich halt nicht so aufregen. Wir sind bald auch wieder in Dia 2. Wo wir eigentlich hingehören. Zur Zeit. Ja, der war ja schon ein bisschen tiefer als wir. Aber wir waren echt Army-Technik immer weiter oben. Dafür, dass wir so weit oben waren, hat er doch ganz schön Schaden gemacht. Das war eine Upgrade-Technik vom auch über ihn. Tja. Naja, ist auch egal. Wir spielen noch eins. Ich glaube, ich fühle mich heute 2 zu spielen. Und wir haben mal wieder gewonnen. Gucken wir mal unsere Liste. Endlich mal wieder gewonnen nach einer ewigen Niederlage. Naja. Passt schon. Das passt schon. Sind wir auch wieder im Positiven eigentlich? Ne. Haben wir noch mehr Niederlagen als Siege. Aber das werden wir wieder rausarbeiten. Ich sage, spätestens bis zur 50. Folge haben wir wieder positive. Dachte er jetzt. Haha. So, jetzt spielen wir bestimmt gegen Zerg. Ne, nochmal Terraner. Tumor. Hm? So, wir spielen dasselbe nochmal. Das ist eigentlich ganz effektiv. Man ist safe gegen Trops. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Allen drum dran. Ich komme gegen den Reaper abdichten.
Save mal den Reaper, den Exit Point. Kommt da nicht mehr rein, nicht rein und raus und wie auch immer. Vielleicht doch, vielleicht ist es einfach viel zu groß. Vielleicht kommen wir doch durch. Hätten aber im vorherigen Spiel eigentlich wirklich warten können, bis wir das 2 Upgrade durch haben. Eingas? Standard. Der geht wieder runter zum Bauen. Der kommt dann dahin. Stecken uns mal kurz hier. Und nehmen unser Exe. Kannst nicht richtig gegen Reaper dicht machen. Nee, ist ein bisschen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht. So, wir gucken nochmal rein. Ich glaube, wir sind dann zu früh, oder? Ja, nee, ist pünktlich. Manchmal kommt der Reaper dann einfach wieder zurück. Zweiten Pilot nicht vergessen. Na, zu früh, wir sind doch zu früh. Shit, haben den Pilot vergessen zu sitzen. Den kommt der Stalker jetzt zu spät. Scheiße. Naja, ist halt so. Da ist er schon. Die an, die sind nicht so wichtig. Das reicht zu warten. Ich bin hier in den Schatten. Im Namen der Rache. Sehr weise. Ach, mein Pech, ey. Ich bin es. Hier noch. Mit den Schatten. Faszinierend. Ich bin die Stimme der Fliege. Eure Sonden werden angegriffen. Wir bleiben im Verborgenen. Wie ihr befehlt. Weil er da hochgekommen ist und er hat genau gesehen, was wir machen. Das ist blöd. Und ist trotzdem. Alien. Sehr, was ist euer Begehr? Mann. Orakel im. Ich bin. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich glaube, unsere Mineralienproduktion ist zu niedrig, zu langsam. Aber das heißt nicht, dass wir verlieren, weil so. Das war dumm. Aber ich glaube, er wollte einfach nur gucken, was wir haben. Wir müssen nicht unsere Orakel verlieren. Ihr benötigt mehr Wissen. Wir deuten. Wie kann ich euch
Peradak Kural. Das ist ja, machen wir schon die dritte. Und haben natürlich keine Pylonen. Ich muss auf jeden Fall meine Bildauto mal wieder mehr ordentlich einprügeln. Der Weg ist klar. Eine dritte. Es ist vorherbestimmt. Ja, aber nicht mehr lange. Unsere Schicksale sind vereint. Ich verstehe. Nasuk Tal. Ich glaube, er kommt jetzt. Die Sterne stehen. Der Feind hat uns entdeckt. Uhuhu. Ich bin hier. Unbedingt einen Sterblichen. Wie kann ich euch helfen? Mineralienfeld erschöpft. Extrapoliere Stränge. Ich muss nochmal nachgucken. Wir deuten. Der Weg ist Kural. Mineralienfeld erschöpft. Los erneut. Ich habe immer noch nicht die Kolossi-Dingsies gebaut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir sehen ganz schön schlecht gerade aus. Das Spiel war vorher aber viel besser. Vor allem, wenn er schon jetzt eine dritte hat, dann müssten wir eigentlich jetzt schon nächste vierte haben. Prismakern online. Sognaku Afal. Energie bei 100%. Beginne vernichten. Warum noch sterblich? Nee, warum nicht? So, Orakel, guck nochmal rein. Extrapoliere Stränge. Wir deuten. Army ist nicht mehr da. Die Sterne stehen gut. Ah, gut, du meinst. Es ist vorherbestimmt. Was ist euer Begehr? Wie hab ich eigentlich hier nur ein Pylon? Warum hab ich eigentlich nur so wenig Gas? Weil ich das Gas nicht genommen habe. Scheiße. Ein Moment. Spiel ich den denn gerade wieder? So, wie viel Holz haben wir jetzt? Wir brauchen 5 Stück, wir haben nur 3. Wir brauchen erst von Kolossi. Das ist nicht viel sinnvoll, erst mal zu holen. Vor allem, weil er jetzt kommt. Zurück schön. Und wir brauchen neue Voids. Abgeschlossen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich fand mein Bild auch vorher besser. Ich muss mir dann mal angucken. Ihr benötigt. Ihr habt nicht genügend mit. Ich bin hier. Ach, kein Wunder ist. Clever Trick, ey. Dein Leben für Ajur. Ja, da müssen wir wohl alles reinschmeißen. Eure Sonden werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Ich bin hier. Kalibriere Linsen. Ziel erfassen und einäschen. Wir werden Rache üben. Beginne
vernichtet. Ah, diese Widowmines. Na dann, Feuer frei. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, werden wir ihn jetzt vernichten. So. Beginne Vernichtung. Mineralienfeld erschöpft. Ach, reicht nicht ganz. Schade. Wir haben auch keine Dingsbums dazu gehabt. Aber wir haben ihn weggeräumt. Seine Echse. Also er wird jetzt einen Gegenpush machen. Ja. Mineralienfeld erschöpft. Ja, doch, 2-2 auch bei GG. Na gut. Da hat er uns ausgetrickst. Hat es auch nicht überragend gespielt, aber ich habe wirklich scheiße gespielt. Ich hätte vielleicht die Ressourcen einfach lassen sollen. Aber guck, also, ich zerstöre ihn eine Base, er geht vorher schon runter, dann kriegt er so einen Schub. Okay, da muss ich kurz reingucken ins Replay. Also wenn ich fitter gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall fertig gemacht. Also da muss ich kurz gucken. Also das ist ja, da hat er wahrscheinlich dann hier alles, alle Mules geschmissen, die gehen. Hätte ich einen War Prison da vorne gehabt, dann hätte ich so viel mehr drücken können. Ach, ich bin blöd. Ich hätte, oder mir hätte auch schon ein Observer gereicht, diese blöden Widow Mines zu sehen. Also es war auf jeden Fall, in meinem Bild war auch viele Fehler drin, also gibt einiges, was ich auf jeden Fall wieder verbessern kann. Normalerweise, also army-technisch, da nix. Da hätte ich mir meinen Stalkern schon Schaden anrichten können. Die paar Cyclins. So, ich will jetzt noch kurz bis zu dem Kampf vorspulen. Kann das so schnell vorspulen? Na, bestimmt nicht. Da seht ihr halt nichts, aber ist nicht schlimm. Tja, Harassment war eigentlich auch nicht von ihm. Er hatte auch nicht so viel, also. Ja, und dann jetzt kommt das Troppen. Das Troppen hat mir echt wehgetan. So, wir gucken uns mal den Angriff an. Hätte ich auch einiges besser machen können. Allein schon die Widowmines hätten nicht sein müssen. Scheiße, die haben ja richtig viel gekostet. Und die Upgrades für die Chargers wären noch gewesen. Hätte ich einfach zurückgehen können. Was hat er jetzt? Hat er Mule geschmissen? Ja, der hat übelst viel Energie. Hat er noch eine Echse gehabt? Ah ja, die hat er hochgehoben.
Wo holt er jetzt den ganzen Ressourcenkram her? Hä? Ah, das war's. Flupp. Und schon ist der Terraner wieder voll dabei. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.